Ja Leute, herzlich willkommen bei Dead by Daylight. Ich habe es ja quasi eigentlich schon angekündigt. Wir werden in diesem Video die Jägerin, aka Anna, prestigieren. Das bedeutet, sie ist jetzt Prestige 3. Herzlich willkommen auf Prestige 3, liebe Anna. Und wir leveln dann mal fleißig. Wir haben als Ehrenpreis natürlich die blutigen Hasenohren bekommen. Und damit haben wir jetzt unsere Full Prestige Anna fertig. Lasst uns dann mal ein bisschen leveln. Ich bin sehr gespannt. Okay, erlischendes Licht hier direkt am Anfang ist jetzt, ja, ist ein Perk, wo ich sagen würde, ist okay. Gibt auf jeden Fall bessere, gibt schlechtere. Ist nichts, was ich in mein Standard-Setup unbedingt reinpacken würde. Und da wir jetzt Prestige 3 sind, werde ich es wirklich wieder so machen, dass falls ich ein geiles Add-on bzw. Offering sehe, dass ich mir das dann hole. Dass ich nicht auf Krampf unbedingt möglichst günstig durchkommen möchte. Wir werden, wenn es Perks gibt, natürlich uns immer Perks besorgen. Denn das große Ziel ist es ja auch auf Anna, sämtliche Killer-Perks zu haben. Ich weiß, das liegt noch in weiter Entfernung, aber man wird ja noch träumen dürfen. Oder nicht? Man wird ja noch träumen dürfen. Wieder einmal gibt es 1,2 Millionen Blutpunkte zu verteilen. Und ich bin sehr gespannt, was wir auf dem Weg dorthin, bis wir sie alle ausgegeben haben, so in dem Blutnetz haben werden. Mal schauen, wie viele von diesen One-Shot-Dingern wir zum Beispiel am Start haben. One-Shot-Dinger, ja, sie sind halt eigentlich eher immer so ein bisschen dazu da, dass die Survivor sich vielleicht ein bisschen ärgern, ne? Es ist, man muss es ganz ehrlich sagen, mit anderen Addons macht es schon deutlich mehr Spaß zu spielen, weil mit den Insta-Down-Äxten, ja, es nimmt halt doch schon ein bisschen etwas aus dem Spiel. Obwohl ich muss sagen, die Survivor inzwischen haben sie es ja wirklich drauf. Die meisten Survivor können den Äxten inzwischen recht gut ausweichen. Und dementsprechend sind die Dinger vielleicht gar nicht mehr so stark, wie sie anfangs gehandelt wurden. Ja, also viele Leute haben ja direkt geschrien, OP! Aber ganz ehrlich, die Äxte sind echt leicht zu umgehen, wenn man erstmal ein bisschen gegen Anna gespielt hat. Und das ist halt meistens die Sache, wenn ein neuer Killer kommt, der nicht mit den altbewährten Spielmechaniken irgendwie ausgetrickst werden kann, in Anführungsstrichen, dann wird ja oft und schnell mal geschrien, dass irgendetwas OP sei. Wo ich dann mir auch oftmals einfach denke, Leute, versucht doch erstmal ein bisschen zu antizipieren und schaut euch an, was macht der Killer, wie spielt der Killer. Und wie kann ich ihm vielleicht am besten seinen Spielstil sozusagen vermasseln? Ja, das ist beim neuen Doc ja genau das Gleiche. Wir holen uns mal eben, die bringen alle. Oh. Oh, 200 mehr und 50.000 mehr. Okay, das lohnt sich nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr. Die hier sind jetzt besser als die teureren. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, dass die jetzt nach wie vor besser sind. Dass sie zum Beispiel jetzt 300.000 geben oder so. Aber der Sprung, nee, das lohnt sich nicht. Da sind die für 550 besser. Gut, holen wir uns Adrenalin und sind dann wieder bei 974.000 Blutpunkten. So schnell kann man seine Blutpunkte wieder auffüllen, ne? Ich habe heute gar nicht geschaut, was meine Daily ist. Ich muss ja heute noch eine neue Daily bekommen haben. Habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. So, das holen wir uns auch mal. Er kann dann den 3000er von mir aus nehmen. Wir sollten wieder irgendwo im Bereich so 35 plus landen, denke ich. Oh, das dritte Siegel. Naja, ist jetzt nicht so toll. Und dann holen wir uns die grüne Addon, würde ich sagen, hier. Map Offering brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Haddonfield. So, was ist wohl besser? Verringert moderat die Vorbereitungszeit, erhöht leicht die Bewegungsgeschwindigkeit. Ist beides nicht schlecht. Hiervon gibt es ein besseres. Ich glaube hiervon nicht. Deswegen nehmen wir das einfach mal. Und dann haben wir Haddonfield doch noch bekommen. Na, Prost, Mahlzeit. So, Thanatophobia, das ist eigentlich recht schön. Im Stream hat mir jemand erzählt, dass er letztens mit drei Mates gespielt hat, die alle hart im Nehmen hatten. Ne, nicht hart im Nehmen, sondern kein Gejammer. Und der Killer hatte Thanatophobia. Das bedeutet, es war dauerhaft Thanatophobia, Stufe 3 mindestens aktiv. Das ist schon ziemlich gemein, muss man ja mal sagen. Yay, Insidious of 3. Hype! So, das hier war, ja, die Auren der Schließschränke. Brauche ich nicht, finde ich. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, warum man sich das gönnen sollte, weil es ist, in meinen Augen ist es nicht gut. Es ist irgendwie so ein verschwendeter Slot irgendwo.
Ich denke, man sieht es dann dauerhaft und nicht nur, wenn sie leer sind, aber trotzdem so. Wenn man ein bisschen Gefühl hat, guck mal, hier ist das erste, der erste One-Shot-Apparat. Den holen wir uns natürlich. Das liegen zu lassen wäre wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig. So, und dann holen wir uns das hier. Da wäre hier die Eiche da gewesen mit plus zwei Haken. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe ja Anna in letzter Zeit immer mit Erregung gespielt, weil ihr Setup war in meinen Augen wirklich nicht so berauschend, was ich freigeschaltet habe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das sorgt, glaube ich, für... Genau, eingeschränkt. Eingeschränkt sorgt dafür, dass die Leute nicht mehr ganz so schnell durch die Gegend rennen können. Ja, wir holen uns dann das... Ja, komm, das 3000er. Es ist hier wieder Not gegen Elend, was die Map-Offerings angeht. Die brauchen wir auf jeden Fall beide nicht. Elition ist Licht schon auf 3. Könnte man mitarbeiten. Elition ist Licht nehme ich gerne mit, wenn ich zum Beispiel Memento dabei habe. Und dann probiere ich halt denjenigen mit dem Memento zu erwischen, der mein Ziel ist. Ich hätte lieber das Autohaven-Ding direkt, obwohl das egal gewesen wäre, hätte er sich nichts genommen eigentlich. Räuber. Und das hier ist auch nicht schlecht mit zwei extra Beilen. Leider werde ich das nicht bekommen, weil der Entitus dann schon aktiv ist. So, pass auf, jetzt gehe ich hier hin und der Entitus holt sich den hier. Kann ich nicht verhindern. Die Alternative wäre gewesen, er hätte das Perk bekommen. Ja, Macmillan finde ich dann, glaube ich, ein bisschen schöner als Autohaven auf Anna. Auch wenn ich die wahrscheinlich niemals nutzen werde. Das erste 100% Offering. Hier oben haben wir noch diese... dieses Präparat. Ich hoffe, 1, 2, 3, dass ich dorthin komme und dass er sich das nimmt. Spiele mit deinem Essen. Ja, ich meine, Anna ist halt ein bisschen langsamer. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, sogar das mal mitzunehmen auf ihr. Okay, sehr gut, das bekommen wir. Ah, hier wäre das Add-on drin, dass man... dass die Äxte quasi schneller verfügbar sind. Ist auch nicht schlecht. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Das nehme ich oft mit, zum Beispiel, wenn ich mit den One-Shot-Dingern spiele, damit ich die richtig schnell einfach rausschleudern kann dann. So, das Wiegenlied der Jägerin. Dann haben wir hier die Handschuhe. Ich hole mir jetzt mal die günstigen Sachen. Was macht das hier nochmal? Die Vorbereitungszeit. Ein zusätzliches verringert die Nachfüllzeit. Na, finde ich nicht so wichtig. Hole ich mir lieber die günstigen Sachen noch. Und das eine, was ich vielleicht sogar mal benutzen werde. Level 21. Geht schnell heute, habe ich das Gefühl. Aufgezehrte Hoffnung. Leider bekomme ich dann das da oben nicht. Obwohl, ah, es könnte natürlich sein, dass er hier hingeht, zu Autohaven. Aber falls nicht, nee. Dann holen wir uns einfach hier die Kiste. Und dann holen wir uns hier die beiden 3000er. Und haben auch dieses Blutnetz einmal gemeistert. Yay, Level 22. Drei Level noch und wir können ein komplettes Setup draufpacken. Nervenkitzel der Jagd. Nehmen wir mit. So, dann holen wir uns das hier. Sehr schön. Infanteristengürtel sorgt dafür, dass wir zwei zusätzliche... Brauche ich das unbedingt? Bewegungsgeschwindigkeit? Ich glaube, wir holen uns lieber die günstigen Sachen. In dem Fall. So wichtig ist das Addon nicht, in meinen Augen. Zwei zusätzliche Äxte. Kann natürlich auch richtig schön sein, wenn man die schillernde Klinge mitnimmt und dann sich zwei zusätzliche Äxte gönnt. Hier können wir gut abcashen eigentlich. So, und jetzt gehen wir mal hier oben lang. Ja, geil, er ist dort. Das ist sogar das Beste, was mir eigentlich passieren konnte. Dann kann ich nämlich hier noch die ganzen hübschen grünen Addons einsammeln. Wir gönnen uns das hier. Und dann den rauen Stein. Die grauen Punkte-Offerings. Weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal benutzt habe, ey. Okay, das ist auch nicht schlecht. 90 Sekunden lang Erschöpfung. Aber hier haben wir auch wieder das. Das finde ich eigentlich sogar besser. Also gehen wir hier hoch, ja. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre die Kiste noch sicher zu machen. Okay. Wenn ich dorthin gehe, holt er sich entweder das oder das. Ich finde eingeschränkt sehr gut eigentlich. Ah, sehr schön. Da hat der Entitus mir richtig schön mitgespielt mal. Vielen Dank dafür. Level 25. So, ab sofort bekommen wir zwei Perks in den Bäumen und können ein bisschen mitbestimmen, wie der Entitus geht. Jetzt habe ich hier ein grünes Memento Mori. Ich glaube, dass ich das opfern werde. Dass ich hier hingehe. Er wird dorthin gehen, dann hole ich mir das. Er geht hier. Und wenn er dann hier hingeht, ist so schön viel weg. Ich hoffe, dass in der Kiste jetzt nichts ist, wo ich mir denke, nein!
Warum habe ich das nicht genommen? Aber ich komme hier einfach so schön schnell durch, ne? Okay, es wäre nochmal dieses Eibensamenpräparat. Das grüne Memento kann ich, denke ich, verschmerzen. Ich denke, darauf wird es nicht unbedingt ankommen. Strider, dann würde er direkt hier hingehen. Das 100% brauchen wir. Das heißt, brauchen wir aber. Würde ich mir gerne nehmen. Und dann versuche ich noch dort oben hinzukommen. Sollte sogar drin sein. So, der Entitus wird jetzt nicht hier hingehen, wenn ich hier hingehe. Oder halt, warte mal. Wird er das machen oder nicht? Nein. Ich meine, er geht zu einem von den beiden. Mal schauen. Nee, er macht's. Oh, nice. Manchmal macht der Entitus das nicht, wenn er... Obwohl, er macht's, glaube ich, nur nicht, wenn das letzte... Also, wenn er da durch den Baum schließen würde, ne? Ich meine, daran liegt's. Stridor. Dann würde ich das nicht bekommen, wenn ich nicht vorbereite. Ist nicht so wichtig. Ich hoffe mal, dass da nichts Tolles drin ist. Wir bekommen dann aber den Blumen... Das Blumenkopftuch und das Eibensamenpräparat. Hieß doch so, ne? Eibensamenpräparat, ja. Die grünen Addons, die nehmen wir gerne mit. Ah, ein gelbes. Ist nicht so wild. Das ist wirklich nicht so wild jetzt gewesen. So. Holen wir uns das. Was ist besser? Den Cooldown oder unter Erschöpfung? Ja, eigentlich ist es mir egal. Dann kriegen wir die Erschöpfung halt. Ah, wenn du auf Prestige 3 bist und nachher ordentlich gelevelt hast, dann hat man sowieso so viele Addons, dass... Da ist es gar nicht mehr so wild. Also die Kiste werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. 1, 2, 3. Er startet hier. 1, 2, 3. Müsste ich auch noch bekommen, die grüne Axt. Okay, dann haben wir zwei grüne Addons. Und die Präsenz hier. Ich werde wahrscheinlich beide Sachen nicht nutzen. Deswegen, ja komm, erdrückende Präsenz. Was soll's. Ist dann halt so. Oh, okay. Ich hätte sogar noch mehr geiern können. Aber es wäre nur der Eichengriff drin. Der Verlust ist verschmerzbar, denke ich. Okay, langsam aber sicher neigen sich unsere Blutpunkte dem Ende. Naja, 378.000 ist immer noch recht viel. Ein paar Level werden wir noch schaffen. Hier haben wir beschmutzte Klinge. Ruin. Ich werde mir Ruin holen, denke ich. 90 Sekunden lang erschöpft. Ich gehe hier und er geht direkt dorthin dann natürlich, ne? Wenn ich dann hier hingehe und er hier, dann wird er danach sich was Neues suchen. Deswegen sollte ich lieber hier rumgehen. Ah, warte mal. Bereite ich vielleicht sogar vor? Wenn ich einen vorbereite, zack, zack. Zack, 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 zack. Dann könnte ich hier dicht machen und würde das bekommen. Ja, ich bereite einen vor. Damit ich auf jeden Fall das grüne Addon noch bekomme. Ich weiß, der Entitus hätte wieder viel geklaut. Aber, ich weiß nicht, 90 Sekunden lang Erschöpfung. Hört sich in meinen Augen. Ja, hört sich in meinen Augen. Ich höre mit den Augen, Leute. Falls ihr das noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Das hört sich in meinen Ohren recht gut an. Level 30. So, hier bekommen wir Pirscher oder die zermürbende Präsenz. Grünes Addon. 1, 2, 3. Könnte vorbereiten. Das hätte ich safe wahrscheinlich. Das hätte ich wahrscheinlich safe. Ja, pass auf, ich bereite mal ein bisschen was vor. Muss ich das auch noch vorbereiten? Sekunde. Dab, dab, dab. Er geht hier hin. Ich klaue ihm das. Er wird dort oder dort starten. Ich muss das eigentlich auch noch machen, damit ich safe sein kann, dass ich das hier bekomme. Oder habe ich mich jetzt vertan? So, wir holen uns Pirscher, er geht dorthin. Genau, jetzt kann ich ihm das klauen. Jetzt geht er hier hin und ich kann ihm das klauen. Genau, sehr gut. Haben wir alle grüne Addons bekommen. So, Level 31. Und hier haben wir den Räuber oder den Lichtgeborenen. Lichtgeborener, dann könnte ich hier unten die beiden Sachen mitnehmen. Die grüne Kiste. Ich denke, ich werde sie wasten. Damit ich die anderen grünen Addons bekommen kann. So, dann das hier. Ah, okay, guck mal, das kriege ich hier für 3000. Haben wir also eigentlich alles richtig gemacht. Haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Auch wieder recht gut durchgekommen, muss man sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein geiles Setup tatsächlich schon aufhabe. Hier gibt es 100% und die zermürbende Präsenz. 1, 2. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Ich denke, ich werde so gehen, dann mir das holen und dann hier hoch versuchen. Ich weiß, hier lang wäre ich ein bisschen günstiger gekommen. Aber hier hätte ich so oder so hingemusst.
Also gemusst natürlich nicht, aber die 100% nehme ich natürlich gerne mit. So, die Kiste bekommen wir jetzt. Endlich mal wieder meine Neugier befriedigen. Macmillan Offering. Ja, nice. Ey, zum Glück habe ich mir das geholt, Leute. Ich hätte mich so geärgert. Es ist halt mit den Kisten, ist halt einfach Glücksspiel, ne? Mal verlierst du, mal gewinnt der Entitus. So ist es halt. Spione des Schattens oder der monströse Schrein. 1, 2, 3. Er geht hier hin. Dann würde er hoffentlich hier rüber gehen. Dann wäre ich hier. Dann würde er sich die grüne Kiste wahrscheinlich klauen. Ich mache mal ein bisschen, ich bereite mal ein bisschen vor. Es ist hier jetzt wie in einer guten Kochshow, Leute. Manchmal muss man einfach schon was vorbereitet haben. So, dann machen wir jetzt zu. Dann muss er sich den 8000er holen. Dann hole ich mir das. Na, hat sich nicht wirklich gelohnt. Und wir holen uns die 3000er und machen dicht. Wir holen uns die 3000er und machen dicht. Okay. Irgendwie sowas wie beständig oder brutale Stärke wäre halt mal schön. Ruin. Hier gibt es nichts Interessantes. Das ist auch uninteressant. Das hier wäre mit das Interessanteste. Die sollte ich aber bekommen. Ohne, dass ich jetzt groß vorbereiten müsste. So, dann gehen wir hier hin. Wir geben ihm den 3000er. Und wir bekommen das. Ja, immerhin. Ist, denke ich, mit die beste Alternative, die wir jetzt hier noch rausziehen konnten. Dann die 3000er holen. Tch. Wer möchte freiwillig ins Institut als Killer? Also ich nicht. Ist mit die schwerste Map, finde ich, für die Killer eigentlich. Aufgezehrte Hoffnung oder Ruin auf 3? Ich denke Ruin auf 3, dann habe ich hier das. Das brauche ich eigentlich nicht, ist aber sehr günstig. Das würde ich mitnehmen, das auch. Die Kiste gegebenenfalls. 1, 2, 3. Den hier. 4 passt. Ich bereite vor, Leute. Ich glaube, es wäre gar nicht so nötig gewesen, vorzubereiten. Aber was man hat, hat man. Infanteristengürtel. Diesmal hat es sich tatsächlich gelohnt. Der ist nicht schlecht, meiner Meinung nach. Dann holen wir uns die Luftschlangen. Blutung nehmen wir mit. Ist besser als das beides, finde ich. Und dann bekommen wir noch einen 3000er. Wenn ich jetzt auf Sparflamme hier durchkommen hätte wollen, dann hätte ich mir eins von den anderen geholt, ne? Das Beste kommt zum Schluss oder erdrückende Präsenz. Erdrückende Präsenz bringt in meinen Augen überhaupt nichts auf der Jägerin. Weil es nur den Terrorradius und nicht ihr Lullaby beeinflusst. Das hier hätte ich gerne. Ich meine, wenn ich jetzt hier lang gehen würde, hätte ich hier schon einmal vorbereitet. Das Beste kommt zum Schluss, werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen, ne? 1, 2, 3. Zack, zack. Ich meine, wenn ich mir das nicht hole, dann holt er sich wenigstens die beiden Sachen. 1, 2, 3, er geht hier hin, ich gehe hier, er geht hier, zack, zack. Ich gehe hier, er könnte sich dann das holen. Das heißt, ich muss dann eigentlich sonst vorbereiten, dann gehe ich einfach hier lang. Das ist mir dann egal. Wir zwingen ihn mal nach rechts zu gehen. So, wir bekommen die Kiste und die Luftschlangen. Und alle Leute sind glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Level 37. Es könnte sein, dass ich das hier nicht mehr schaffen werde. Wir haben hier Whisper auf 2. Wir haben Räuber. Ich werde trotzdem hier lang gehen. 1, 2, 3. 1, er ist hier. 2, er könnte hier gehen. Ich muss einen vorbereiten. Damit ich die Kiste auf jeden Fall noch bekomme. Und die würde ich mir gerne anschauen. Wer weiß, was da Schönes drin ist. Tada, gekappte Münze. Ja. Macmillan. Eigentlich gibt es hier nichts Interessantes mehr außer dem Addon. Das werde ich sogar bekommen. Deswegen holen wir uns jetzt die 3000er. Das ist eigentlich auch immer lustig. Da haben die Leute dann manchmal richtig Schiss. Ich hole mir trotzdem die 3000er. Und dann bin ich genau auf Level 38 gelandet. Ich habe keinen einzigen Blutpunkt mehr. Wir haben kein Memento, meine ich. Und wir haben nur eine einzelne Klinge. Das ist krass. Da habe ich wirklich nicht so geile Sachen. Wir haben jetzt hier Stridor auf 3. Und ich kann ja mal schauen. Hier, pass auf. Genau, eine schillernde Axt. Dann 5 von den Addons insgesamt, von den etwas teuren. Das ist auch super, die beschmutzte Klinge. Die finde ich auch geil. Die macht zerfleischt. Da können die Leute sich langsamer heilen. Und sie sorgt auch dafür, dass die Leute nicht mehr so schnell reparieren können. Ist quasi so wie das hier, nur nochmal mit dem Zusatzeffekt, dass die Leute schlechter reparieren.
Die grünen Addons haben wir recht viele. Das ist super. Und Opfergaben, ja. Kein Memento. Ein einziges nur in lila. Also hier sind wir ein bisschen... Haben wir ein bisschen wenig bekommen. 5 Luftschlangen. Na gut. Immerhin. Von den Perks her, ja. Vielleicht erlischendes Licht sogar tatsächlich reinnehmen. Ruin wäre die Frage. Whisper oder vielleicht Strider. Haben wir jetzt ja auf Stufe 3, meine ich, im Baum aktuell. Ja, normal würde ich Neffenkitzel der Jagd vielleicht noch sagen. Und dann, ja, Whisper vielleicht tatsächlich. Das wäre so aktuell, glaube ich, das Setup, was mir am ehesten gefallen würde auf ihr. Aber ohne brutale Stärke und ohne beständig. Das ist schade, ne? Also eins von beiden hätte ich schon gerne, damit ich ein bisschen was gegen Paletten habe. Wie gesagt, man könnte hier auch auf Strider gehen. Überladen ist auch nur auf 1. Thanatophobia ist nur auf 1. Gut, aber es sind ja noch 12 Level, bis sie dann auch auf Level 50 ist. Und dann wird sie natürlich immer weiter gelevelt. Denn wir wollen, wie gesagt, über kurz oder lang sämtliche Perks auf allen Killern haben. Okay. Anna wird jetzt auf 50 gelevelt, wenn sie auf Level 50 ist, dann wird der Dog prestigiert. Also ihr könnt euch auf jeden Fall nochmal darauf freuen, dass wir noch mindestens eins von diesen 1,2 Millionen Blutpunkten Ausgabevideos sehen werden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ich würde mich immer freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Kloppt den Daumen nach oben. Vielen Dank für euren Support. Schreibt was in die Kommentare und seid einfach beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Dead by Daylight. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.